Oft ist es wirklich nicht einfach, Partnerübungen zu finden. Und gerade wenn man gemeinsam möglicherweise trainieren möchte und gerade unter diesem Bereich eben Brust und Schulter etwas zu finden, wo Jungs und Mädels gemeinsam trainieren können, wirklich echt schwierig. Aber genau das haben wir heute für euch gemacht. Nämlich ein Programm zusammengestellt mit 4 Übungen. Ein ganz effizientes, effektives Programm, um euch bei der nächsten Strandsaison gut aussehen zu lassen. Hallo, mein Name ist Ingo Frohböse und heute zeige ich euch ein Programm mit Lena und mit Janis für das Partnertraining für Brust und Schultern. 4 Übungen habe ich euch mitgebracht, hocheffizient und leicht überall auszuführen. Und wir beginnen mit der Übung Nummer 1, Unterarmstütz, Plank auch genannt, mit Abklatschen. Geht ihr mal runter bitte in die Ausgangsposition, ihr beiden. Nicht zu nah zusammen, so ein bisschen, dass der Arm auch was länger sein kann. Ja, genau. Schön in einen stabilen Unterarmstütz gehen. Plank kennt ihr vielleicht alle. Und jetzt schön diagonal abklatschen. Ja, immer die Position dabei halten. Im Becken stabil bleiben, nicht wegkippen. In einem gemeinsamen Rhythmus immer mal wieder einen Unterarm lösen und wieder klatschen. Ganz schön anstrengend, vor allen Dingen dabei die Kontrolle zu behalten. Ganz stabil, am besten ganz gerade Position, eben wie eine Planke, wie eine Plank ist ideal. Arme, Schultern müssen ganz schön arbeiten, aber natürlich auch Bauch, Gesäß. Weil hier muss ich stabil bleiben, wenn ich hier oben arbeiten möchte. Auch hier würde ich sagen, schafft ihr 20 Wiederholungen? Schafft ihr? Ja, ne? Mit ein bisschen Anstrengung sehe ich. Atmen dabei bitte nicht vergessen. Lachen dabei. Und ich glaube, ihr seid fertig für die erste Übung. Übung Nummer 2, die kennt ihr alle, die Schubkarre. Was hat das früher Spaß gemacht, wenn wir so durch die Halle gerannt sind in Schubkarren halt? Und das machen wir auch genau heute, auch für das Training Arme und Schultern. Und Lena geht zuerst in die Schubkarrenposition quasi herunter. Janis ergreift die Knöchel. Lena bleibt im Becken und Gesäßbereich stabil, spannt die Bauchmuskulatur an und dann in ganz kleinen Schritten mit den Armen nach vorne und wieder zurück. Nach vorne und wieder zurück. Stützbewegung, sehr anspruchsvoll. Gerade hier im oberen Bereich, sehr stabile Position, ganz wichtig, nicht nach rechts und links wegkippen. Darauf müsst ihr bitte achten. Janis unterstützt, du treibst nicht, sondern du unterstützt nur, du hilfst nur und gibst ganz viele Möglichkeiten, eben, dass Lena viel Gewicht auf den Armen, auf den Schultern lasten hat. Und wenn es dann zittrig wird und instabiler wird, dann würde ich sagen, Lena, hören wir auf. Ne? Dann wechseln wir, denn es muss natürlich auch Janis ran. Auch die Beine. Und Lena, sehe ich schon, hat das ziemlich sicher im Griff. Janis, und marschieren mal ein bisschen los. Auch hier stabil, langsamer. Genau, schön kontrolliert. Immer nach vorne, nach hinten. Stützen schön. Im Beckenbereich stabil bleiben. Sehr schön. Also, die Übung könnt ihr ganz kontrolliert, langsam überall ausführen. Ihr braucht nicht viel Platz. 20 bis 30 Sekunden immer vorwärts und rückwärtsgegangen reicht hier aus. Und wenn das 2 bis 3 Mal variiert, zwischendurch einmal ein Päuschen macht, denn auch das Tragen ist natürlich anstrengend, dann habt ihr auch hier mit dieser Übung genug gemacht. Danke euch beiden. Übung Nummer 3 ist eine Übung, die direkt auf das Schultergelenk abzielt, und zwar insbesondere auf jene Übung, die uns die Schultern seitlich und die Arme seitlich anheben lässt. Also Schulterheben gegen Widerstand. Die beiden stehen jetzt noch nebeneinander, aber Janis geht jetzt hinter Lena. Hände auf die beiden Unterarme von Lena, und Lenas Aufgabe ist nun, gegen Widerstand die Arme anzuheben. Und uns reicht es aus, wenn wir quasi bis zu 90 Grad hochkommen, weil das ist die Alltagsbewegung. Gerade auch die wichtigsten Muskeln, die kleinen hier oben mit ihrer Starterfunktion für die Abduktion, also für das seitliche Anheben, werden hier sehr gezielt trainiert. Und das machen wir eben, indem Janis immer mal wieder den Widerstand erhöht. Vielleicht ein wenig auch, wenn du merkst, Janis, sie ist stark genug, wieder stärker zugreifst oder ein wenig wieder vom Widerstand ablässt. Gerade als Paar habt ihr ein bisschen Feingefühl, könnt ihr anwenden und sagen, okay, wie viel belaste ich nur meinen Partner oder eben nicht. Atmen dabei nicht vergessen. Janis, du bist zufrieden, wie ich das sehe mit Lena, ja? Sehr gut. Sehr gut. Ganz kontrolliert und langsam. Nicht die Schulter hochziehen dabei, sondern ganz bewusst nur aus den Schultern arbeiten, nicht hochziehen, sondern die Arme sind hier im Mittelpunkt. Und das heißt,
ganz kontrolliert und langsam. Dann wechseln wir beide mal. Nina legt also die Hände unten auf die Unterarme von Jannis und dann, Jannis, ganz gleichförmige, langsame Bewegungen aus den Oberarmen heraus. Ruhig ein bisschen höher noch. Nina, wirst du nicht abheben? Genau. Richtig. Sehr schön. Bisschen mehr, nicht so nach vorne, du führst ein bisschen weiter nach vorne. Ein bisschen mehr in der Linie des Körpers verbleiben dabei. Genau, am besten aufrichten. Irgendwann schön, wunderbar, ganz kontrolliert. Die Schultern unten lassen dabei, nicht hochziehen, genau. Genau, schön aus den Oberarmen heraus. Sehr schön. Reicht der Widerstand dir aus? Ja, ne? Spürst du schon was? Ja, es brennt schon. Brennt schon? Na, ist gut. Genau richtig. So sollte es sein. Also brennen ist immer ein wunderbares Zeichen für die Muskulatur, dass sie einen Reiz gerade bekommen hat. Und genau bis dahin solltet ihr immer trainieren. Das macht ihr mehrfach, maximal dreimal. Ihr wechselt also immer eure Rollen und dann seid ihr auch mit dieser Übung fertig. Danke euch beiden. Kommen wir zu unserer vierten Übung. Die kennt ihr auch alle, Liegestütze. Und dazu gehen die beiden in die Liegestützposition. Aber wir machen heute eine Variation und zwar Liegestütz mit Abklatschen. Und ihr seht, beide gehen in eine individuelle Position. Lena, die normale Liegestützposition, die ihr alle kennt. Jannis macht die etwas einfachere, abgeschwächtere Variation, weil er mit den Knien abstützt und dementsprechend weniger Gewicht auf den Armen hat. Also hier Training, Schulterbereich, Armbereich und wir legen los. Runter, hoch, abklatschen. Runter, hoch, andere Seite, abklatschen. Also immer diagonal die Hand lösen bei euch beiden und wieder runter und hoch. Immer in einem Rhythmus, findet ihr ganz schnell. Hand dabei, etwa schulterbreit aufgestellt. Intensiver wird es möglicherweise sogar für euch, wenn ihr ganz eng geht. Diamantliegestütz ganz eng beieinander, ist aber schon hohe Kunst. Oder ihr geht breiter auseinander, auch dann habt ihr andere Muskelgruppen einbezogen. Wichtig auch, Bauchmuskulatur immer leicht anspannen, Gesäßmuskulatur anspannen, damit ihr in der Körpermitte stabil bleibt, nicht durchhängt oder eben eine richtige Brücke baut. Geht's noch? Ansonsten? Bei mir, ja. Ja? Lena? Ja, wechseln wir mal. Genau. Das heißt also, ihr könnt zum Beispiel, wie Lena es gerade macht, zwischendurch auch immer mal wechseln. Wenn ihr merkt, es ist für mich jetzt etwas anstrengender, wechselt ihr einfach in die Knieposition. Oder wie Jannis es getan hat, sei ihm einfach zu leicht. Geht er also in die gestreckte Position hinein. Und so könnt ihr variieren, quasi eure Belastung, und könnt wunderbar zusammen trainieren, selbst Arme und Schultern. Vielen Dank euch beiden. So, das war unser Programm von uns dreien für Arme- und Schulterbereich. Vielen Dank, die beiden sind im Schwitzen und ihr werdet bald solche Schultern haben. Das waren unsere Partnerübungen für Brust und Schulter. Falls sie euch gefallen haben, gebt uns ein Like, schreibt einen Kommentar oder zum Abonnieren klickt auf unser Logo. Weitere Übungen findet ihr hier oder hier.